Heute gibt's ganz einfache, richtig schön cheesy Pizzataschen. Guck mal an. Für den Teig brauchst du nur 3 Zutaten. Ich habe die schon mit so vielen Füllungen versucht und heute mit Pizza. Wenn du noch nicht weißt, was du heute kochen sollst, jetzt weißt du's. Und der Teig ist so einfach. Wir brauchen einfach nur 200 Gramm Mehl, einen Esslöffel Backpulver und 170 Gramm griechischen Joghurt. Den Teig nur noch zusammenkneten. Und das Gute ist, der muss nicht mal ruhen, kann man direkt weiterverarbeiten. Der wird dann einfach nur in 3 Teile geteilt. Und jetzt können wir die füllen mit was auch immer wir wollen. Auf meiner Seite findet ihr das Rezept schon mit Feta und Spinat oder mit Hackfleisch und Zwiebeln. Und bei uns wird es ja heute eine Pizzatasche, deswegen kommt Pizza rein. Den Käse, bisschen Salami, Tomatensauce mache ich mir aus Tomaten, frischem Basilikum. Das Ganze jetzt nur noch würzen. Ich nehme da jetzt tatsächlich unser Steaksalz. Das kann einfach so viel mehr als nur ein Steak würzen, weil da ist auch Chili drin, hat so eine leicht scharfe Note. Wenn ihr es nicht habt, nehmt einfach Salz, Pfeffer, Rosmarin, das, was ihr mögt. Vielleicht ein bisschen Knoblauch. Die kommen dann noch auf unsere Pizzatasche. Und jetzt müssen wir die nur noch zuklappen. Und fertig. Mit den reichlich Öl werden sie jetzt nur noch ausgebacken. Tasty Test bestanden.